kann ich einfach von MSU Fakt 2019-08 auf das aktuelle Programm umstellen. Also wenn ihr eine nicht ganz so alte Version habt, also das heißt, wenn ihr eine Version 2016 oder neuer habt, ist ein Update einfach direkt möglich. Wenn ihr eine ältere Version habt, dann müssen die Daten gegebenenfalls vorher bearbeitet werden. Das ist im Webinstaller, gibt es da einen kostenfreien MSU Layout Converter. Der ist wichtig, damit eure Drucklayouts erhalten bleiben, wenn ihr von alten Versionen auf eine aktuelle Version springt. Ansonsten sind die Drucklayouts weg. Das wäre nicht schön. Da gibt es dann wie gesagt diesen Layout Converter mit einer Videoanleitung, wie ihr den benutzen müsst. Also sprich starten, warten, beenden, erledigt. Aber das nochmal als Video. Also Update einfach direkt möglich. Da kommt nochmal die Nachfrage. Also nicht erst aus das aktuellste Fakt 2019 gleich auf 2020. Ja, also ihr müsst, wenn ihr bei uns Updates installiert, könnt ihr immer die neueste Version direkt nehmen. Die beinhaltet alle Anpassungen. Ihr müsst nicht, wenn ihr sagt, ich habe eine Version 2018, erst auf eine Version 2019 und dann auf die 2020 gehen. Nein, die 2020 erledigt alles, was zwischenzeitlich passiert ist. Das ist immer ganz wichtig. Das passiert bei uns automatisch, weil diesen Nervfaktor, wie das andere machen, man muss updaten, bis man auf der aktuellen Version ist. Den Quatsch machen wir nicht. Das ist eine Belastung, die tun wir keinem an.